Und damit willkommen zurück bei Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider sogar. Die gute Lara sieht ein bisschen mitgenommen aus. Das liegt daran, dass ihr Flugzeug gerade ein bisschen sehr platt ist. Eigentlich sieht sie eher genervt aus. Wahrscheinlich, weil der Akku von ihrem Smartphone leer ist. Ich weiß es nicht. So, die neue Gegend liegt vor uns. Wir haben noch nicht wirklich viel gemacht hier. Wir haben uns hier hoch durchgeschlagen, dass wir überhaupt was sehen können. Und müssen jetzt hier einfach mal dem Weg logischerweise folgen. Sieht schon nicht schlecht aus. Der Boden geht ein bisschen kaputt. Und können wir das einsammeln? Ich wollte sagen, das schreit doch, als ob hier Federn sind. Oder man zumindest irgendwas einsammeln kann. Sollen das Eier sein? Oder Kartoffeln? Ich weiß gerade mal nicht. Okay, das hätten meine Hände schon mal nicht mitgemacht. Mir wären da spontan alle Finger rausgerissen. Aber ich bin ja auch nicht Lara, ne? Von daher passt das schon mal. Brüllaffen, ja. Die guten alten Brüllaffen. Okay, okay. Aber bin ich mal gespannt, wie das hier... Was für Bereiche wir alles abklappern werden. Weil sowas wie das hier hatten wir in den letzten Teilen noch nicht. Dass es wirklich grün und dschungelig war. Das hatten wir nicht. Hat mir so ein bisschen auch gefehlt gehabt. Aber wenn sie das jetzt hier machen, ist das zumindest ein guter Ansatz. Die letzten Teile waren ja doch recht viel grau und... Oh, Matsch. Ja, sehr viel Matsch. Weil wir den sehr erfolgreich verdrängen. Boah, wo geht denn der ganze Sand hin? Das ist der ganze Schlick. Ich weiß es nicht. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Hallo. Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Ja, als ob die so schnell ein Feuer machen würden. Hallo. Wie lange ist es jetzt her? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Das jetzt gerade ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Das ist jetzt gerade mal das erste Lagerfeuer, was wir finden, ne? Bevor es zu spät ist. Das ist das erste Lagerfeuer, was wir finden. Ah, Fähigkeiten. Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Das ist schön. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Aha. Diesmal ist alles auf einem Schirm, ne? Das war ja sonst unterteilt in Einzelmenüs. Aber interessant mit dem Angrenzenden. Das heißt, man kann quasi auch von so einer Fähigkeit dann wahrscheinlich an die andere anschließen. Oder wie ist das? Das heißt, man ist nicht zwangsweise darauf angewiesen, sich quasi beim Blauen jetzt hochzuarbeiten bis zu einer bestimmten Stelle, sondern kann auch über den Grünen da meinetwegen ran. Scheint mir zumindest so. Okay, das geht alles nicht. Ich habe 4 Fähigkeitspunkte anscheinend. Was will ich denn alles haben hier? Ich habe keinen, das ist immer. Ich frage mich gerade ein bisschen, warum die hinterlegt sind farblich und warum die anderen nicht hinterlegt sind farblich. Kann ich das kaufen, theoretisch? Nee, okay. Die flächigen Farben kann ich kaufen, okay. Erholung des Pumas erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Das haben wir anscheinend. Bedrohung des Fuchses. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftrefferzielunterstützung. Könnte man machen. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen, Fall des Fuchses. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Eile des Affens. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeiten beim Fallen und im Kampf mit Feinden. Aha. Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Pff, gib her den Quatsch, klar. Ich kriege eine Errungenschaft. Erste Schritte, aha. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapeln Sie mit Atem. Wir haben das schon ziemlich lang gehabt, ne? Schlinge der Viper. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnell-Explosion aus. Ja. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills. Umarmung der Boa. Nest der Viper. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die aus jeder Quelle erhalten. Gib her. Höhere Chance, seltene Tiere zu finden. Jo, Griff des Adlers vielleicht.
Mal der Eule erhalten Sie Fähigkeiten, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Herzbrecher, sehen Sie die Herzen große Tiere mit Überlebensinstinkten? Herztreffer verursachen massiven Schaden. Ja, ich glaube nicht, dass ich so viele Tiere jetzt töten möchte. So aus Prinzip. Ich meine, wir sind im Dschungel und haben nichts zu essen, aber ne, mal so gesehen. Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkt. Gib her. Ist zwar so, es fühlt sich zwar ein bisschen, na, was heißt geschummelt an, aber naja, man kann es freischalten, von daher warum nicht. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte. Ja. Sie spannen Ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich habe jetzt gerade keine Fähigkeitspunkte mehr. Weil ich anscheinend für eins davon zwei ausgegeben habe. Zwei? Drei? Ich habe mehr ausgegeben. So. Ich hatte ja vier Punkte eigentlich. Kein Zugriff. Okay. Ja, die Aufnahme läuft noch immer nicht ideal. Ich glaube auch nicht, dass ich da wesentlich viel dran ändern kann. Logbuch. Schon durchscheinendes Licht hier zwischen, ne, durch die Plane. Gefällt mir. Da fehlt ein Messer. Eine Leiche ist da, aber mir fehlt ein Messer. Man weiß, was hier unten noch alles ist. Ich vermute mal, wir haben jetzt eine größere Ecke vor uns. Wir haben hier so ein halbwegs offenes Gebiet anscheinend. Wobei wir kamen von... Wo kamen wir her? Irgendwo von da unten, ne? Da ist ein Bärchen. Die Laura. Basislager, okay. Ich kämpfe mal ein paar Meter weiter. Aha. Ja, so wird man belohnt. Taschentuch. Ein Taschentuch. Was für eine ausführliche Beschreibung, geil. Okay, auf die Kante kann man schon mal nicht. Bin mal gespannt, was sie diesmal alles für speziellere Fähigkeiten hat. Beim letzten Mal war das ja, dass man die Pfeile da in die Wand kloppt und sich daran dann hochhangeln kann, beziehungsweise darüber dann rumspringen kann. Mal gucken, was sie hier denn noch mit reingebaut haben. Welche vielleicht unrealistischen Sachen passieren werden. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Machen wir das. Wir brauchen ein Messer, ne? Ein Werkzeug finden, um ihre Ausrüstung abzuschneiden. Wie wär's mit einem Messer oder sehr scharfen Steinen? Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, ja. Muss sie sich erstmal in die Hüften fassen. Oh. Ich habe halt überhaupt nichts, ne? Ich habe auch keinen Bogen. Und da hoffe ich mal nicht, dass uns der jetzt irgendjemand spontan töten will. Kann man hier hoch? Ja. Hä? Klar. Giftbeere. Blume, die in den Baumkronen des Dschungels gefunden wird, verbessert die Wahrnehmung. Aha. Ich brauche Werkzeug. Ich weiß, Mädel. Muss den hier jetzt mal an die Taschen packen. Ich verstehe, was du sagst, auch ohne, dass du da Zeichensprache zu machst. Okay. Na komm, kann sie da ran? Kann sie da hoch? Nicht von hier aus anscheinend, okay. Frage ist, wo ist das Werkzeug jetzt? Beziehungsweise wie groß ist die Gegend hier? In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ja, davon abgesehen. Das heißt, wir müssen uns das Wrack hochhangeln gerade mal, oder was? Hier so, da so? Nee. Aber ich muss sagen, ich mag die Gegend. Es hat was. Sieht... Also ich weiß, ich war noch nie irgendwie im Dschungel und Regenwald und an sonstigen Stellen. Es sieht aber durchaus gut aus. Obwohl das, wie gesagt, obwohl das lange nicht höchste Grafik ist. Deswegen auch jetzt schon mal eine gute Sache. Das Wrack, ne? Wie soll ich denn da rankommen, wenn ich das nicht losschneiden kann? Oder kann ich hier doch irgendwie ranklettern und raufklettern? Ja, reintauchen wäre zumindest sehr sinnlos. Wobei, da kann man runtertauchen. Ach, guck mal. Ist es sinnlos? Ja, es war sinnlos. Okay, das war nur so eine Kiste. Aber auch für so einen Moortümpel hier, ne? Für so einen Tümpel ist es unfassbar klares Wasser. Ja, ach so, ich muss einfach von da vorne darauf hinklettern. Ja, ja, okay. Da führt direkt eine einzelne Brücke hin, von daher.
Ich bin quasi komplett daran vorbeigelaufen und den einen offensichtlichen Weg bin ich nicht gegangen. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Ja. Lara, ein Teil aus dir? Oder welches Wrack meinst du? Verdammt! Das war begrenzt überlegt. Muss ich jetzt nochmal runtertauchen oder was? Können wir auch machen, ne? Bevor ich hier nochmal rumrenne. Schwups. Muss mal gucken, wie sie hier so einen Körper machen kann. Falls sie das kann. Ob sie das hier auch kann. Früher ging das mal, dass man halt gesprungen ist und dann sofort Shift gedrückt hat. Ach, die schon wieder. Na, welche Taste muss ich spammen? Keine, okay. Doch. An der Stelle ist das Spiel schon auch berechenbar. Hat sie fein gemacht. Na, plötzlich mit dem ganzen Adrenalin der Situation kann sie auch dann plötzlich Metall abreißen. Plötzlich funktioniert's. Plötzlich läuft der Laden. Reicht's jetzt? Ja. Plomp. Sehr gut. Heißt, jetzt kann ich auch die ganzen Kladderadatschi losnennen. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Ja, ja. Du kannst es ja scharf machen. Und ich sage jetzt nicht wie. Da gehe ich nochmal wieder hoch hier. Ich guck mal, ob es am Lager geht. Nachdem ich denn hier das ausgenommen habe. Wahrscheinlich ist es zu stumpf. Genau, was ich gesucht habe. Nee, ist es nicht. Nur ein bisschen zu wenig. Aha, ich brauche jetzt... Okay, ich brauche die Viecher, um das schärfen zu können. Okay, Haut. Tja. Okay. Bewegungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Ja, habe ich 2 von 3. Ich weiß. Wobei ich das Tier nicht als Bergungsrut bezeichnen würde. Sei denn, das ist mitgeflogen. Was haben wir hier noch? Holz. Sensationell. Harte Landung, genau. Frage ist halt, wo das ist. Wahrscheinlich nicht hier. Ich sammle trotzdem Zeug. Hier sollte auch kein Bergungsgut sein, oder? Gehe ich mal nicht von aus. Ein Bericht über interne Machtkämpfe unter den Spaniern. Okay. Aber was ist hier vorne drin? Fehlende Ausrüstung. Für einen weiteren Fortschritt sind Seilpfeile erforderlich. Ja. Das dachte ich mir. Das sind dann wieder die Mechanismen, die sicher gehen, dass man alles hier gemacht hat, was denn gemacht werden sollte. Dass man alles Wichtige mitgenommen hat und gefunden hat. Und wehe, sie bastelt da gleich kein vornschönes Messer draus. Wehe, das wird nicht ordentlich, was sie da draus bastelt. Da bin ich mal so ein bisschen eingeschnappt. Lara, dann hau mal einen raus. Inventar, Waffenherstellung. Okay, wir kriegen jetzt ein Tutorial, wie das Menü hier funktioniert. Ein provisorisches Messer zum Durchschneiden von Seilen und lautlosen Ausschalten von Feinden. Messer. Ja, klar. Was soll ich sonst machen? Ressourcenlegende. Das ist eine Menge. Hartholz, Stoff, Wahrnehmungspflanzen, Ausdauerpflanzen, Bewegungshut, Pfeil, Fell, Adlerfedern, Golderz, Albino-Wasserschweinhaut. Ist das nicht ein bisschen speziell vielleicht? Kaiserin, Jaguarhaut, Pfeilgift, Federn, Medizin, Konzentrationspflanzen, Schwarzpulver, Fett, Jaguarhaut, Kondorfedern, Jadeerz, Mähnenwolfshaut und Toxin. Ja, sollte man immer dabei haben, ne? Hätte ich mal gesagt. Alles. Das ist immer noch ein Ausrufezeichen. Warum? Achso, weil wir auch Outfits haben. Warte mal. Das ist cool. Das finde ich tatsächlich gut. Kann man das drehen irgendwie? Nee, ne? Man kann das sogar getrennt hier machen? Kann man das getrennt hier zuweisen? Nee, ne? Das ist das, was sie eben angehabt hat. Das ist Abenteuer. Na, also erstmal hier Gewand des Pukakuk. Gewand des berühmten Kräuterkundlers Pukakuk.
Der Sage nach zwischen den Welten wandern konnte, gewährt mehr Tierressourcen und erhöht Gesundheitsregeneration. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Ob das irgendein DLC-Zeug ist, weiß ich gerade mal nicht. Vorteile ganz Körper, Regeneration, Gesundheit, regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Und Sachen. Das ist aus... Na, das ist... Schön, wie sich auch das Gesicht verändert. Ha. Das hier ist aus dem 2013er. Nicht nur das Gesicht verändert sich auch, na, wobei, die sonstigen Proportionen... Nee, der Rest geht, aber das Gesicht verändert sich zumindest. Tja, die Lara. Wie gesagt, in jedem der letzten Teile sah sie ein bisschen anders aus. Was haben wir noch? Ah, Kommando-Outfit, okay. Das ist das Wüstentanktop. Kennen wir auch aus dem letzten Teil. Leichtes graues Tanktop. Die Erforschung alter Gräber hat es ganz schön verschmutzt. Oder ist das... Nee, hatte... ich weiß nicht. Zumindest sowas ähnliches kennen wir. Okay, das ist auch ganz nett. Infiltrierer. Sibirischer Waldhüter. Ich bin mal gespannt. Hier müssen ja auch die alten Skins sein, ne? Warte mal, das ist Schattenläufer. Geisterhaut, auch geil. Kopfschmuck aus einem Bärenschädel und Schafshörnern, Ledertunika und Mokassins aus Bärenfell. Ah, sieht schon cool aus. Halt überhaupt nicht nach Lara, aber sieht cool aus. Das ist aus dem letzten Teil, oder? Das hier? Grauer Kapuzenpulli unter einer dunklen Lederjacke, einfache Kleidung für ein einfaches Leben. Ist das aus dem letzten Teil? Müsste. Das ist auch aus dem letzten Teil, glaube ich. Das habe ich kein blassen Schimmer. Das ist ein bisschen eindeutiger. Da ist wieder Angel of Darkness. Lara. Dunkler Engel. Ein schwarzes Tanktop und kurze Hosen. Ideal für die dunklen Gassen von Paris. Tomb Raider 2. Das sind jetzt Sachen, das sind jetzt Skins, die es auch bei dem DLC von Rise of the Tomb Raider gab. Da gab es das hier auch. Und das ist auch nochmal mit Jacke. Und das Lustige ist, man kann das jetzt auch während der Zwischensequenz alles haben. Das war bei Rise of the Tomb Raider nicht. Da muss man das erstmal durchspielen und dann konnte man, nachdem man die Story durch hat, konnte man erst die Skins anlegen. Und hier bekommt man die jetzt so. Von daher, ich könnte damit die nächsten Sachen machen. Es sähe halt nur tendenziell bescheuert aus. Aber man merkt schon, dass er sich von den Proportionen doch ein bisschen verändert hat, sag ich mal. So ein Hauch realistischer geworden. Wenn man sich das mal anguckt hier, ne, ein bisschen da so, den ganzen Bereich. Das ist dann doch ein bisschen noch was anderes. Tja. Was will ich denn haben? Ich fand eigentlich, ich finde das allererste ziemlich cool, aber ich in dem Sinne finde ich die ganzen Effekte da eher ungeil. Ich will da gar nicht so viele Vorteile haben von. Ich mach nochmal mit dem hier ein bisschen weiter. Aber cool, dass es das gibt. Ob es sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Aber es ist ein nettes Feature. Das müsste scharf genug sein. Und in die Schulter reingesteckt. Oh, aua. Das war lustig. Dann schnibbeln wir mal, ne? Schink. Oh, das ist wirklich scharf. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, ja. Wahrscheinlich der Atem. Der hält was. Kann man die so jagen? Nicht ohne weiteres wahrscheinlich, ne? Das ist ein Abgrund. Die kann ich jetzt auch aufbrechen hier. Das geht, da brauche ich den Bogen. Der Bogen wird natürlich im Flugzeug sein. Wo auch sonst. Und noch ein bisschen Holz. Ich versuche halt, so einen gewissen Grundvorrat an Sachen jetzt mir schon mal zuzulegen, ne? Ob ich das immer und die ganze Zeit so machen werde, weiß ich nicht, dass ich wirklich alles so genau abklappere, aber wir schauen zumindest mal ein bisschen. Da kann man auch graben, okay? Mit dem Messer, was sie gerade geschärft hat, direkt wieder stumpf machen. Genau so läuft das. Können wir hier eine Axt vielleicht finden? So eine Baumfäller-Axt? Ja. Na, was gefunden? Ich finde es mit den Blättern hier sieht ganz cool aus, dass sie da die Stiele so runterhängen haben. Ah, sieht nett aus. Schön dreidimensional. Ich meine, so wie es halt letztendlich auch ist. Sonst sind gefühlt in vielen Spielen halt diese Seerosen einfach nur oben aufgemalt oder das Gestrüpp. Dann sind sie letztendlich auch jetzt, ne? Wobei, die Blätter gucken sogar raus ein bisschen, ne? Cool. Ah, ist schon mal nett. Ja, zumindest ist es detailliert und das finde ich ganz cool.
Das jetzt hier mit schönen 3D, halt irgendwie VR-Brille oder so richtig schönes 3D, das wäre durchaus cool. Das würde schön räumlich sein. Gerade in so einem Wald ist es halt wirklich so räumlich dann. Weil der halt viel einfach mal einem ins Gesicht fliegt. So. Wo sind die anderen Seile? Warte mal. Das ist jetzt mal die Frage hier. Da wird es nicht hochgeseilt. Das andere Seil geht nach dahin. Okay. Da war ein Frosch gerade auf dem Boden. Ein blauer... Was ist das hier? Oh, ein sehr großer Käfer. Ziemlich großer Käfer. Na, komm. Finde den richtigen Ort. So. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Jaha. Das war das Wasser, sehr gut. Habe ich nicht unter Wasser auch noch eine Kiste gehabt, wo irgendwas fehlte? Wo das Messer fehlte? Oh. Hochmoderner Koffer und so ein oller Holzbogen. Ich hab alles zusammengepackt. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Ich möchte mal zumindest vor the Lulz, wie man so schön sagt, einmal kurz hier den mit den alten Skins spielen. Einfach mal gucken, wie bescheuert das während der Zwischensequenz aussieht. Aber stand auch bei, dass ich die deswegen bekommen habe, weil ich den Vorgänger oder die Vorgänger gespielt habe. Von daher, ich finde es nett, wenn man da quasi für belohnt wird, dass man auch vorher schon mal was gespielt hat. Oder ist zumindest ein nettes Gimmick quasi, um nochmal einen Anreiz zu spielen. Vielleicht den Teil vorher dann doch nochmal durchzuspielen. Fähigkeiten, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich brauche... sie fallen nicht, nein. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Machen wir das. Ich weiß schon, dass ich das brauchen werde. Ich hätte wahrscheinlich auch gucken sollen, was ich denn danach noch freischalten kann. Dass ich schon mal frühzeitig plane, wo ich eigentlich hin will. War das Inventar? Nee. Upgrades herstellen, okay. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und klicken Sie auf das Upgrade-Icon, um zum Waffen-Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und klicken Sie zum Bestätigen. Das Upgrade wird automatisch auf der Waffe angebracht. Ja. Was war hier eigentlich drin? Ausrüstung, okay. Seil und Abseildraht, okay. Ich wollte ein altes machen, ne? Hier, einen alten Skin. Den? Machen wir den. Für einen Augenblick zumindest. Und dazu dann so ein hochauflösender Bogen, ne? Cool. Das ist schon... die Proportionen sind schon sehr anders. das ist nicht gesund. Aber ganz original ist es nicht, weil weil das nicht einzelne Blöcke sind, die sich bewegen, sondern die Körperteile noch verbunden sind. Aber es sieht zumindest ähnlich aus. Und halt die Beleuchtung ist halt komplett eine andere, logischerweise. Schönes Messer, hast du fein gemacht. So, Puka Hooks Bogen haben wir auch. Der wäre eine ganze Ecke besser. Auch hier wieder das Ding. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber wenn er durchs DLC kommt, dann will ich den eigentlich gar nicht mehr benutzen. Weil ich bin nie jemand, der ungerne Sachen quasi, der extra gute Sachen bekommt, nur weil er Geld ausgegeben hat. Sondern ich möchte das so spielen, wie das vom Spiel eigentlich vorgesehen war quasi. Von daher sieht man ja, dass es deutlich, deutlich mehr Schaden macht. Waffen-Upgrades. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Ich gehe nochmal zurück. Bögen. Gut, Schaden. Warte. Achso, das braucht noch Felle. Okay, deswegen ist alles so rot hier. Weil mir noch überall Ressourcen fehlen. Und das ist noch verschlossen. Ressourcen reichen für die Herstellung nicht aus. Genau, es fehlen mir noch zwei Felle. Okay. Beim Messer kann ich nicht upgraden. Dann halt nicht. Ach, Lara, du siehst ein bisschen albern aus. Aber da ich jetzt einen Bogen habe, kann ich auch Felle jagen hier. Also Tiere.
die dann ein Fell eventuell droppen. Ah. Na komm. Mädels. Oh Mann. Wo sind die hin? Sind die jetzt rückstandsfrei verschwunden oder was ist da los? Kann ich was Kleineres jagen vielleicht? Oh, so ein, hier so ein kleines, was auch immer du bist. Ein Vogel. Huch. Entschuldigung. Ich bin abgerutscht. Oh, zwei Federn aus dem ganzen Vogel. Geil. Das nennt sich effizient. Ich hätte auch zwei Federn aus dem Nest haben können. Muss ich Kopfschütze machen oder was?